Nazan Eckes und ihr Ex Julian Kohl feiern Weihnachten mit ihren Söhnen zwar gemeinsam. Und dennoch ist alles anders als gedacht. Im Oktober 2022 gab Moderatorin Nazan Eckes, 46, die Trennung von ihrem Ehemann, Künstler Julian Kohl, 43, bekannt. Nur wenige Monate später feiert sie trotz allem das Weihnachtsfest mit ihrem Ex und den gemeinsamen Söhnen, jedoch anders als geplant, wie sie nun mit einem Familienschnappschuss auf Instagram verrät. Nazan Eckes. Eigentlich wären wir jetzt, bei Sonnenschein und hohen Temperaturen lachen Nazan Eckes und Julian Kohl mit ihren Söhnen Lumis und Ilyas in die Kamera. Der Himmel über ihnen strahlt in einem tiefen Blau. Eigentlich hatte die Familie aber geplant, die Festtage in kälteren Gefilden zu verbringen. Nazan erklärt, unser Weihnachtsgruß an euch fällt in diesem Jahr anders aus als gedacht. Eigentlich wären wir jetzt wie jedes Jahr traditionell in Wien bei den Großeltern. Dann im Schnee. Dann seien aber auch bei ihnen alle krank geworden und alles kam anders. Dennoch wolle sie nicht den Sand in den Kopf stecken, sondern das Beste draus machen. Mussten gestern sehr viel für unsere Kinder improvisieren, aber egal, führt das beliebte TV-Gesicht fort. Nazan über Erziehung mit Ex Julian. Co-Parenting Goals. Wie gut sich Nazan mit ihrem Ex Julian versteht, macht ihr Hashtag Co-Parenting Goals deutlich. Bereits während von Trennungsgerüchten die Rede war, feierten die Moderatorin und der österreichische bildende Künstler den 8. Geburtstag ihres Sohnes Lumis gemeinsam. Auch nach dem Liebeshaus bekräftigte Nazan in einem Instagram-Beitrag: Wir sind immer noch Eltern, liebende, leidenschaftliche Eltern. Als Familie gehen wir weiterhin Hand in Hand durchs Leben und wir sind sehr stolz und froh, dass wir das geschafft haben. Ihre Ehe sei letztendlich an den vielen Herausforderungen als Paar gescheitert. Eckes und Kohl lernten sich 2008 auf dem Wiener Liveball kennen, gaben sich 2012 während einer romantischen Hochzeitszeremonie in Florenz das Jawort.